Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich habe mein Zimmer etwas umgestellt, deswegen habe ich jetzt auch einen etwas schöneren Videohintergrund, wie ich finde. Dazu wollte ich übrigens auch noch mal ganz schnell was sagen. Ich wohne ja eigentlich in dem Tiny House, aber ich habe halt auch noch mein Zimmer hier zu Hause und im Moment lebe ich auch mehr hier. Ich wollte ja auch mal eigentlich so eine Tiny House Room Tour drehen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich will, dass das im Internet ist, also weil da auch immer noch mal welche nachfragen, wann ich das drehen möchte. Ich bin mir im Moment wieder nicht so ganz sicher, ob ich das überhaupt drehen möchte, aber ich schaue auf jeden Fall mal. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass das hier ja offenbar immer noch mein Zimmer ist. Und dann wollte ich auch nochmal sagen, zu dem heutigen Fall, also kommen wir jetzt mal direkt zu dem Fall. Ja, der Fall ist mal wieder aus Amerika, also aus den USA, und ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit dem Namen, und eine Person heißt in dem Fall Ruth, also R-U-T-H, und ich werde das einfach deutsch aussprechen, weil ich da, glaube ich, echt sonst immer die ganze Zeit Schwierigkeiten mitbekomme, wenn ich den Namen so oft sage. Deswegen werde ich einfach Ruth sagen. Und eine andere Person heißt Paula, und das heißt ja eigentlich dann Paula. Und ich sage aber einfach Paula. Also nicht, dass sich einige wieder angetriggert fühlen, wenn ich das so deutsch ausspreche. Genau, und dann würde ich sagen, legen wir mal direkt mit dem Fall los. Ruth Pelkey, mit vollem Namen Ruth Elisabeth Zimmermann, wurde am 18. Mai 1906 als Tochter von David Edward Zimmermann und Estella May Oswald Zimmermann geboren. Ruth heiratete am 3. März 1944 Oscar Hugo Pelkey in Miami County. Später lebte sie gemeinsam mit ihrem Mann in Indiana und war eine sehr gläubige Person. Sie setzte sich sehr aktiv für die Kirche ein und gab auch Bibelunterricht. 14. Mai 1985. Es war ein warmer, vorsommerlicher Tag. Zu diesem Zeitpunkt war Ruth 78 Jahre alt und saß an diesem Vormittag allein in ihrem Haus. Gegen Mittag klingelte es dann plötzlich an ihrer Haustür. Sie ging zur Tür und machte auf, und vor ihrer Tür standen vier junge Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren. Es war einmal Denise Thomas, die 14 Jahre alt war, Karen Corder, die 16 Jahre alt war, die 15-jährige April Beverly und die ebenfalls 15-jährige Paula Cooper, die auch in der Nachbarschaft von Ruth wohnte. In anderen Quellen teilweise steht auch, dass es nur drei Mädchen waren. Das steht nicht so genau fest. Ich habe teilweise gelesen, dass eines der Mädchen an einem anderen Ort gewartet hat und nicht so wirklich aktiv dabei war, aber in den meisten Quellen habe ich von vier Mädchen gelesen. Sie sagten zu Frau Pelkey, dass sie gerne Unterricht haben wollten, und zwar Bibelunterricht, denn den hatte Pelkey ja früher auch gegeben. Mittlerweile war sie ja schon etwas älter, da unterrichtete sie nicht mehr so ganz aktiv, aber die Mädchen fragten eben sehr, sehr höflich. Sie sagte dann, ich überleg's mir nochmal, vielleicht kann ich euch wirklich ein bisschen was beibringen aus der Bibel, kommt vielleicht später nochmal wieder, oder ihr könnt jetzt auch gerne kurz mit reinkommen und euch ein bisschen setzen. Also es war einfach so eine höfliche Einladung, und daraufhin gingen die vier Mädels dann auch mit ins Haus zu Ruth Pelkey. Als die vier Mädchen dann im Haus waren, griffen sie plötzlich aus heiterem Himmel Ruth an. Eines der Mädchen nahm eine Vase und schlug sie Ruth gegen den Kopf. Sie sagten, sie wollten Geld haben, und da wurde Ruth klar, dass es scheinbar eine Art Raubüberfall war. Plötzlich holte Paula Cooper ein 30 cm langes Fleischmesser aus der Küche und stach der alten Dame 33 Mal in Brust und Bauch. Cooper und ihre Freunde durchsuchten danach das Haus nach Schmuck und stahlen dann ganze 10 Dollar und die Schlüssel zu Ruths Auto, einem Plymouth aus dem Jahr 1976. Später dann, nach einiger Zeit am gleichen Tag, fand man Ruth tot auf dem Boden in ihrem Haus liegend. Man konnte sie nicht mehr retten, sie war bereits verblutet. Ganz genaue Details zum Auffinden von Ruth sind leider nicht bekannt. Das heißt, ich konnte nicht lesen, wer sie gefunden hatte. Ihr Ehemann war nach einigen Quellen zu diesem Zeitpunkt schon tot. Also ich vermute mal, dass die Haustür einfach zu ihrem Haus offen stand und sich Leute gewundert haben oder irgendwelche Bekannten mal vorbeigucken wollten und sie die dann so aufgefunden haben.
Statt sich für dieses grausige Verbrechen zu schämen, prahlten die Mädchen anscheinend auch noch mit vollem Stolz in der Gegend herum, was sie getan hatten, so dass es für die Polizei auch nicht gerade schwer war herauszufinden, wer für diesen Mord zuständig war, und so wurden die vier Mädchen dann auch schließlich festgenommen. Paula Cooper war diejenige, die Ruth letztendlich mit den Messerstichen getötet hatte und bekam deshalb auch die härteste Strafe von den vier Mädchen. Paula wurde am 25. August 1969 in Indiana geboren, als zweite Tochter von Hermann und Gloria Cooper. Ihre Schwester Rhonda war 3 Jahre älter. Paula ging regelmäßig mit ihren Eltern zur Kirche, das heißt, sie war auch gläubig, war sogar auch im Kirchenchor und hatte als kleines Kind auch schon mal Bibelunterricht gehabt. Sie wuchs allerdings in einer Problemfamilie auf, denn ihre Eltern haben sich wohl sehr, sehr oft gestritten, auch viel vor ihr und ihren Geschwistern. Ihre Mutter hatte Drogenprobleme und ihr Vater soll wohl auch sehr, sehr gewalttätig gewesen sein. Sie verbrachte in ihrer Kindheit wohl viel Zeit bei ihren Nachbarn, um sich eben abzulenken, um nicht so viel mitzubekommen, was dort in ihrem Elternhaus passierte. Und zu ihrer Schwester Rhonda soll sie wohl ein sehr, sehr inniges Verhältnis gehabt haben, weil die beiden sich natürlich auch immer gegenseitig viel Kraft gegeben haben. Sie steckten ja beide in der gleichen problematischen Situation mit ihren Eltern. In jungen Jahren soll Paula wohl auch schon Opfer von sexuellem Missbrauch gewesen sein, auch von ihrem Vater. In der Schule wurde sie gemobbt, auch wegen ihrer Hautfarbe. Und sie soll wohl auch bis zu ihrem 15. Lebensjahr bereits 10-mal die Schule gewechselt haben. Sie war der Polizei nicht ganz unbekannt, denn sie wurde wohl auch schon wegen Einbruchs und Raub angezeigt und weil sie öfter mal von zu Hause weggelaufen war. Nach Angaben der Polizei hatte Paula mit ihren Freundinnen an dem besagten Tag, als Ruth eben ermordet worden war, vormittags die Schule geschwänzt. Die Mädels hatten sich dann auch Alkohol besorgt, hatten dann auch Marihuana geraucht und dann war ihnen einfach langweilig und deshalb beschlossen sie einfach mal eine Frau auszurauben. Und sie hatten ja jetzt nicht so viel erbeutet, wie gesagt, sie hatten ja nur $10 bekommen und ein bisschen Schmuck und das Auto. Aber ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob es ihnen primär wirklich um diesen Raub ging. Ich denke mal, sie wollten einfach ihre Launen irgendwo auslassen und waren natürlich auch unter Drogeneinfluss. Coopers öffentlicher Verteidiger riet ihr, sich schuldig zu bekennen. Bei der Verurteilung stellte der Staatsanwalt von Lake County, James McNew, Cooper als eine sozial sehr inkompetente Person dar, bei der es laut ihm keine Hoffnung auf Besserung geben würde, und deshalb forderte er für Paula Cooper die Todesstrafe. Die Verteidigung allerdings berief sich immer wieder darauf, dass Paula keine leichte Kindheit hatte, dass sie in der Vergangenheit körperlich misshandelt wurde und noch dazu soll sie gezwungen worden sein, zuzusehen, wie ihr Vater ihre Mutter vergewaltigte, wovon sie wohl wirklich schwere psychische Schäden getragen hatte. Die Verteidigung gab außerdem an, dass Paulas Mutter einmal versucht hatte, ihr eigenes Kind, also Paula, umzubringen. Cooper wurde trotz dieser Argumente für eine verminderte Schuld für komplett schuldig befunden und Richter James Kimbrough verhängte die Todesstrafe. Somit war sie bis dahin das jüngste Mädchen im Land, das die Todesstrafe bekam. Die anderen 3 Mädels bekamen Haftstrafen von 25 bis 60 Jahren, also im Verhältnis noch etwas milder, und das lag eben, wie gesagt, daran, dass Paula letztendlich die Person war, die Ruth auch wirklich umgebracht hat. Und außerdem soll sie auch die Anführerin von dieser Mädelstruppe gewesen sein. Und das Ganze war eigentlich auch ihre Idee, einfach mal so in der Nachbarschaft herumzulungern und sozusagen, einfach aus Langeweile so eine Tat zu begehen. Der Fall wurde danach weltweit bekannt und trotz dieses grausamen Verbrechens forderten viele Menschen auf der ganzen Welt die Aufhebung ihres Todesurteils, weil viele einfach sagten, dass sie vielleicht eigentlich gar kein schlechter Mensch ist, sondern dass sie natürlich auch eine sehr, sehr harte Vergangenheit hatte und dass so ein junges Mädchen eben kein Todesurteil verdient hätte, egal was ihre Tat war, wie grausam es auch war.
In Europa unterschrieben sogar mehr als 2 Millionen Menschen eine Petition, in der darum gebeten wurde, sie nicht hinrichten zu lassen. Und daran seht ihr ja schon, was für ein globales Ausmaß dieser Fall eigentlich hatte. Also es hat wirklich Menschen in Europa beschäftigt, was dort in den USA passierte, was dieses junge Mädchen getan hatte und was nun ihr Urteil eben war. Und einer derjenigen, die sich persönlich engagierten, war Papst Johannes Paul II., der einen päpstlichen Abgesandten nach Indiana sandte und persönlich forderte, Coopers Leben zu retten bzw. es nicht zu beenden. Ein weiterer Gegner ihres Todesurteils war überraschenderweise der Enkel von Ruth Pelkey, nämlich Bill Pelkey. Er war zunächst der Ansicht, dass die Todesstrafe für das Verbrechen, das Paula Cooper begangen hatte, völlig angemessen war, aber nach einiger Zeit änderte er seine Meinung, denn er überlegte sich, was sollte das eigentlich bringen? Also ist es wirklich sinnvoll, Hass und schlimme Dinge mit dem Gleichen zu bestrafen, also auch mit Hass und einer schlimmen Tat, indem man eben Paula hinrichten sollte. Und dann hat er auch überlegt, was waren eigentlich die Werte meiner Großmutter? Hätte sie wirklich gewollt, dass das Mädchen, auch wenn sie die Großmutter umgebracht hatte, dass sie dann selber umgebracht wird? Und er kam dann zu dem Entschluss, dass seine gläubige Großmutter Ruth Pelkey nicht dafür stand, Hass mit Hass zu bekämpfen oder Böses mit Bösem, sondern dass Ruth Pelkey jedem mit Liebe entgegengekommen wäre, sogar ihrer eigenen Mörderin. Und deshalb dachte er sich, nein, so kann das nicht sein und beschloss daraufhin, der Mörderin seiner Großmutter mit Liebe entgegenzukommen. Er war auch sehr streng gläubig und von da an setzte er sich dafür ein, dass Paula Cooper nicht die Todesstrafe bekommen sollte. Und noch dazu sah er Paulas Großvater, der mit im Gerichtssaal war. Dann sagte Bill Pelkey, meine Großmutter hätte nicht gewollt, dass dieser alte Mann Zeuge des Todes seiner Enkelin wird. Sie wäre Paula mit Liebe begegnet, denn Gewalt und Hass könne man nicht bekämpfen, indem man das Gleiche entgegensetzt. Er schaffte es tatsächlich, Paula Cooper für den Mord an seine Großmutter zu vergeben und wurde im Laufe der Zeit der stärkste Befürworter dafür, dass Paula Cooper nicht umgebracht werden sollte. Im Jahr 1989 änderte der oberste Gerichtshof von Indiana Coopers Strafe in 60 Jahre Gefängnis um. 1987 verabschiedete der Bundesstaat Indiana das Gesetz, wonach das minimale Alter für die Todesstrafe von 10 auf 16 Jahre heraufgesetzt wurde. Der Supreme Court der USA verbot 1988 die Ausführung der Todesstrafe bei Verurteilten unter 16 Jahren. Während Paula Coopers Inhaftierung besuchte Bill Pelkey Cooper im Gefängnis und die beiden begannen schließlich wöchentlich sich sogar über E-Mails auszutauschen und pflegten sogar einen recht engen Kontakt mit der Zeit. Er hat sie nie gebeten zu erklären, warum sie den schrecklichen Mord begangen hatte, weil, wie er sagte, es keine gute Antwort darauf geben würde. Trotzdem war Pelkey überzeugt, dass Cooper ihre Tat bereuen würde. Während ihrer Zeit im Gefängnis schien Paula Cooper sich von einem wütenden und bitteren Teenager, der ohne Reue bösartig töten konnte, zu einer reifen, erwachsenen Frau zu wandeln. Sie holte im Gefängnis dann auch ihren Schulabschluss nach und im Jahr 2001 beendete sie auch ein Studium mit einem Bachelorabschluss. Noch dazu unterrichtete sie andere Insassen als Köchin und war für viele wohl eine Art Vertrauensperson und allgemein auch recht beliebt unter allen Inhaftierten. Im Juni 2013 wurde sie schon nach 27 Jahren Haft frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen und sagte kurz zuvor, meine Zeit kommt und ich hoffe, dass die Leute mir da draußen eine Chance geben. Das ist es, weil sich die Leute ändern können. Diesen Wandel habe sie größtenteils dem Enkel Bill, der ermordeten Ruth, zu verdanken, der wohl für sie so die größte Inspiration in ihrem ganzen Leben war. Für viele war es unverständlich, warum Bill sich so verhalten hatte, aber sein Gedanke, Paula mit Liebe statt mit Hass zu begegnen, hatte offenbar wirklich etwas in ihr verändert
und sie hatte sich zum Guten gewandelt. Ruth Pelkey hatte immer zu Bill gesagt, liebe deine Feinde, segne diejenigen, die dich verfluchen, tue denen Gutes, die dich hassen, und bete für diejenigen, die dich boshaft gebrauchen und dich verfolgen. Leider schaffte Paula Cooper es nach ihrer Entlassung nicht wirklich, mit der Welt außerhalb des Gefängnisses klarzukommen. Sie bekam psychische Störungen, insbesondere Depressionen. Am 26. Mai 2015 wurde Paula Cooper mit einem selbst zugeführten Schuss in den Kopf tot aufgefunden. Geschwister und Freunde von Paula sagten später, sie hätte ihr Leben lang nach Frieden gesucht, es aber nie geschafft. Weder mit ihrer Tat noch mit ihrer lieblosen Kindheit. Bill Pelkey wurde ein national bekannter Anwalt für die Abschaffung der Todesstrafe. Er starb am 12. November 2020, das habe ich nämlich ganz am Ende von meiner Recherche nochmal nachrecherchiert, was jetzt eigentlich aktuell mit Bill Pelkey ist. Und dann habe ich das auf einmal gelesen, dass der jetzt gerade vor ein paar Tagen ja gestorben ist, was mir auch richtig leid tut. Auf jeden Fall ist er an einem Herzinfarkt in seinem Haus in Anchorage gestorben. Er wurde 73 Jahre alt. Das war soweit der Fall. Jetzt möchte ich nochmal so ein bisschen meine Gedanken zu dem ganzen Fall erzählen, was ich so ja auch über Paula denke und auch über diesen Ansatz von Bill. Also erstmal, es ist natürlich immer schwierig, wenn eine Person eine wirklich schlimme Kindheit hatte. Manchmal habe ich das Gefühl, viele Straftaten werden damit so entschuldigt. Dann wird immer gesagt, ja, der hatte eine schwere Kindheit. Dann denke ich mir auch immer, das ist keine Entschuldigung. Aber dann denke ich wieder irgendwie, zum Beispiel jetzt in dem Fall von Paula, man merkt ja auf jeden Fall, dass diese Kindheit sie zu dem gebracht hat, zu dieser unfassbar schlimmen Tat. Wahrscheinlich ist sie erst so ein bisschen abgedriftet durch all die schlimmen Erlebnisse. Erst hat sie dann viel Alkohol getrunken, Drogen genommen und daraus resultierte dann wiederum dieses schlimme Verhalten, diese schreckliche Tat, weil sie wahrscheinlich überhaupt nicht mehr so Herr ihrer Sinne war. Ich meine, sie war gerade auch mitten in der Pubertät, das ist natürlich auch keine Entschuldigung, aber es spielt dann natürlich auch wieder mit rein. Sie war gerade mal 15 Jahre alt und sie war keine gefestigte Persönlichkeit. Sie wusste eigentlich noch nichts über das Leben und richtige Werte wurden ihr in ihrem Elternhaus scheinbar auch nicht wirklich vermittelt, denn die Eltern haben sich ja beide eigentlich, ja wie ich das so rausgelesen habe, überhaupt nicht um Paula und ihre Geschwister gekümmert. Und ja, ich denke mal, da kommt dann auch eine schwierige Persönlichkeit sozusagen bei raus, wenn sich wirklich keiner um sie kümmert. Dann kam auch noch das Mobbing dazu, weil sie eine andere Hautfarbe hatte. Also wenn man so alles zusammen sieht, dann kann man sich ja ganz gut erklären, dass sie nicht, ja wie soll ich das sagen, dass dieses Bösartige nicht einfach aus ihr herauskam, sondern dass viele Umstände sie dazu gebracht haben. Und natürlich das mit der Todesstrafe fände ich auch übertrieben natürlich, diesem jungen Mädchen so eine Todesstrafe zu geben. Ich finde es unfassbar krass, dass Bill Pelkey es tatsächlich geschafft hat, ihr zu vergeben und das wirklich zu sagen und zu machen, ihr nicht mit Hass entgegenzukommen, sondern wirklich mit inniger Liebe. Das klingt vielleicht auch erstmal sehr naiv, wenn Leute sagen, ja, ich begegne dem jetzt, dem Mörder meiner Großmutter, nicht mit Hass, sondern mit Liebe. Da denken sich wahrscheinlich viele auch erstmal so, bist du bekloppt oder was? Bill Pelkey soll wohl auch gesagt haben, dass selbst seine eigene Familie das überhaupt nicht verstanden hat. Aber es scheint ja in diesem Fall tatsächlich Wirkung gezeigt zu haben. Ich denke mal nicht, dass das bei jeder Person klappt, dass man sagen kann, ja, ich begegne der jetzt einfach mit Liebe und dann wird aus der Person ein guter Mensch. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ich denke mal, bei Paula war das ja genau dieser Knackpunkt. Sie hat in ihrer Kindheit nie Liebe oder irgendwelche Werte vermittelt bekommen. Und dann kam da eben Bill Pelkey, der ja anscheinend einen sehr, sehr starken Charakter hatte und hat ihr dann gesagt, so, ich vergebe dir und ich möchte dir nicht mit Hass entgegenkommen, sondern ich komme dir mit Liebe entgegen. Und irgendwie finde ich die Geschichte dann am Ende auch richtig, richtig schön irgendwie, weil, ich weiß nicht, sie scheint ja wirklich noch ein guter Mensch geworden zu sein. Ja, letztendlich ist sie ja leider nicht mit dem Leben außerhalb des Gefängnisses klargekommen.
mit allem, mit ihrer Vergangenheit und hat sich dann das Leben genommen. Aber trotzdem, finde ich, hat diese Geschichte irgendwie ein bisschen was Positives, dass man vielleicht auch daraus mitnehmen kann. Jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Mörder bezogen, dass man denen immer mit Liebe entgegenkommen muss. Das will ich gar nicht so sagen. Vielleicht kann man das ja so ein bisschen auf seinen Alltag beziehen, wenn Leute irgendwie ja einem was Schlechtes wollen, dass man denen dann nicht zurück das Schlechte wünscht, sondern einfach immer nett bleibt. Und manchmal gibt es dann ja auch Fälle, wo die Leute dann wirklich auch dadurch, dass man ihnen eben zeigt, wie es auch anders geht, wie man nicht verhasst oder ja verbittert sein kann, dann wandeln die Leute auch manchmal ihr Verhalten und denken ein bisschen mehr über ihr eigenes Verhalten nach und merken, dass das vielleicht ja nicht so der gute Weg ist, um durchs Leben zu kommen. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel noch drumherum gelabert, aber irgendwie hatte ich zu diesem Fall mega viele Gedanken. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr von dem Fall denkt, was ihr auch von Bill Pelkey denkt, von diesem Ansatz, ihr mit Liebe entgegenzukommen. Wie gesagt, in dem Fall hat es ja irgendwie funktioniert, was ich richtig schön finde. Oder hättet ihr vielleicht ihr sogar die Todesstrafe auch wirklich gewünscht? Schreibt mal gerne eure Meinung zu dem Fall in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren, was ihr über den ganzen Fall denkt. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu einem nächsten Mystery wieder.